Ein Hallo da draußen. Es ist ja gar nicht so schlimm. Na, da wäre ja nicht mehr Energie jetzt dafür verschwenden oder. Na, eigentlich ist das eh alles gar nicht so tragisch. Es gibt wirklich viele, viele Situationen in unserem Leben, wo wir die Möglichkeit haben, für uns einzustehen oder so zu tun, als ob das, was wir glauben und was für uns wichtig ist, eh nicht so tragisch ist. Und wir werden ja dem anderen nicht vom Kopf stoßen wollen. Und außerdem, in Wahrheit ist ja das Gegenüber der Arme, in Wahrheit ist ja das Gegenüber der Dumme. Und ich sage euch jetzt echt, das sind alles total banale Ausreden, um nur ja zu verhindern, dass du dich in deinem Starsein, in deiner Größe zeigst. Und desto weniger Leute das machen, umso mehr haben die, die uns so behandeln, einfach ein Spielfeld, eine weitere Spielwiese, wo sie gar nicht irgendwie in die Verlegenheit kommen müssten, was zu verändern. Ganz konkret, weil ich habe solche Situationen immer wieder und ich merke, etwas in mir ist da ganz stark wie ein wilder Löwe, eine wilde Löwin, ein wilder Tiger in mir, der da ganz, ganz stark auf das reagiert und auch den Anspruch hat, da zu handeln. Und da merke ich, das ist mir tatsächlich auch einmal mehr wichtig, weil ich das einfach auch vorlebe und vorleben will. Einmal mehr, weil es wichtig ist, sich in seiner Größe zu zeigen, sich in seinen Möglichkeiten zu zeigen. Und gestern war eben zum Beispiel, gestern war die Situation, wir waren einkaufen gegen Abend und dann hat Ich habe da, okay, ich darf keine Werbung machen. Moment. Und ich will auch keinen Image-Schaden anrichten. Also ich war einkaufen mit meiner Tochter, wir waren beim Zollen und dann habe ich quasi eine Kundenkarte, wollte eben herzeigen, die ich als App auf meinem Handy habe, um eben da quasi Vorteile zu haben. Jetzt hat da wahrscheinlich wieder irgendein ein Upload oder ein Update, ja, kennst du das? Irgendwie Software-Update, du steigst ein, willst die App öffnen und irgendwie ist dein Login verschwunden. Und du musst dich quasi neu einloggen und ich denke mir so, also, super, klasse, ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, was ist da für ein Passwort drauf, ja? Weil es eben nicht das was ist, was ich immer brauchen würde. Die Dame an der Kasse war unglaublich nett, ja, das muss man wirklich da auch hervorheben und hat dann gemeint, na, nehmen Sie sich Zeit und schauen, ob Sie sich nicht doch einloggen. Gut, gesagt, getan, hinter mir die Schlange wird immer länger. Und die Dame an der Kasse war super bemüht und voll beruhigend, na, und schauen Sie, es gibt immer wieder Kunden, die da Probleme haben. Also, es war voll nett mit der. Und es hat nicht funktioniert. Und ich habe auch gesehen, weil ich mir dann wieder ein Passwort habe zuschicken lassen, dass inzwischen Minuten vergangen sind, also tatsächlich Minuten. Und die Dame hinter mir war dann schon etwas ungehalten und wollte mir immer erklären, dass da Leute, ob ich sehe, dass Leute hinter mir stehen. Wo ich mir denke, wie soll ich das sehen, wenn ich voll konzentriert bin? Ich kann überhaupt nicht sehen, dass irgendwer hinter mir ist. Okay, natürlich weiß man, dass irgendwer hinter mir ist und dass die möglicherweise schon ein bisschen narrisch wären. Und ich habe dann gesagt, nein, es ist alles gut. Ich wollte eher schon sein, aber die Dame war auch so nett, dass sie mir den Raum einräumt. Das wollte ich jetzt eh nicht hören. Die wollte dann nicht, dass ich mit ihr nur rede. Die wollte einfach nur zahlen. Ja, ich auch. By the way. Das war ja scheinbar nicht bewusst. Ich wollte auch nur zahlen. Und jedenfalls habe ich mich dann entschieden, ich lasse es jetzt gut sein, sage, wie geht das jetzt? Und sagt, Sie können heute noch bis 19 Uhr kommen, das ist gar kein Problem. Also, die war so nett. Ja? Und man dachte, wenn es sein soll, und es ist mir auch Schnurz, es ist eh wurscht mit diesen Pipifax-Geschichten. Und ich zahle jetzt einmal und dann war ich daheim, dachte, es lässt mir jetzt keine Ruhe, ich muss das jetzt quasi einfach nur mal schauen, ob das nicht doch geht. Und habe irgendwie festgestellt, wo scheinbar der Fehler liegt und war dann so frei, das dem Kundendienst dieser Firma bekannt zu geben, weil im Sinne von, wenn ich das Thema habe und ich nicht die Einzige bin mit einem Android-Handy, dann wird es andere geben, die das gleiche Thema auch haben. Also ist es ja eine Win-Win-Möglichkeit für alle Beteiligten, indem dass sie lernen, dass man da eben etwas vielleicht noch berücksichtigen sollte. Also ich rufe total guten Mutes dort an, um dann von der Dame in der Hotline gesagt zu bekommen, naja,
Also mit den anderen Kunden haben wir überhaupt kein Problem damit. Also wir haben das Problem, haben wir bei anderen Kunden noch nicht gehört. Worauf ich sage dann, also ich habe so den Eindruck, ich fühle jetzt gerade so irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass sie glauben, ich bin zu dumm, dass ich das kann. Und vielleicht bin ich das ja auch tatsächlich. Also das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber möglicherweise gibt es ja welche, die melden sich vielleicht auch gar nicht. Und es wäre jetzt eine super Möglichkeit für uns alle, dass wir lernen, wie wir denn dieses Problem in den Griff bekommen. Nein, ich kann Ihnen nicht helfen. Ja, aber was macht man, wenn man nicht weiter weiß als Kunde? Man ruft beim Kundenservice an. Ja, ich kann Sie weiterverbinden. Wenn Sie glauben, dass mir das hilft, wenn Sie mich weiterverbinden, dann freue ich mich. Und das Weiterverbinden war dann irgendwie in Wahrheit ein Rausschmeißen aus der Leitung. Und dann habe ich gedacht, ist eh wurscht, man kann ja auch E-Mail schreiben, nicht wahr? Und dann habe ich auch gleich einen Screenshot schicken können, aber ich dachte, das ist eh viel praktischer. Dann kann man ganz quasi todelsicher schreiben und erklären, denn langsam schreiben, langsam erklären das Problem, dann nochmal lesen, ob auch wenn ich nicht wüsste, worum es geht, ob ich verstehen könnte. Ja, ob ich verstehen könnte. Und dann dachte ich, ja, ich kann das verstehen. Hab das E-Mail geschickt und habe dann in dem E-Mail natürlich auch meine Erfahrungen mitgeteilt mit den Mitarbeiterinnen dieses Unternehmens und habe diese Dame von der Kasse in diesem Unternehmen wirklich auch erwähnt, weil ich es wichtig finde, dass man solche Dinge auch sagt. Wir sind oft sehr schnell in dem, dass wir uns über irgendwem aufregen, aber nicht in dem, dass wir vielleicht einmal ein Lob aussprechen und dafür darf auch Zeit sein. Also habe ich das auch mitgeteilt und habe gesagt, dass die Dame an der Hotline da leider nicht sehr hilfreich war und das Weiterleiten auch nicht funktioniert hat. Aber im Sinne eines, wir wollen alle voneinander lernen, bin ich sehr zuversichtlich, dass mir jetzt über diesen Weg da weitergeholfen werden kann. So, das Thema ist jetzt quasi einfach eine Veranschaulichung dessen, was uns allen immer mal wieder da draußen passiert, dass wir vor eine Situation gestellt werden, wo man jetzt ganz banal hergehen kann und sagen kann, steht sie jetzt dafür, diesen Aufwand dafür zu verwenden, um da eine Aufklärung hineinzubringen? Ja oder nein? So. Es gibt tatsächlich wahrscheinlich auch Momente, wo man vielleicht eben auch nicht so fit ist oder einfach wirklich größere Probleme einen echt auch zu schaffen machen. Da ist das wahrscheinlich verlorene Liebesmühe, auf den ersten Blick da überhaupt Zeit damit zu verbringen. Ich habe dann mein Mann, das, also meine Tochter hat ja mitgekriegt, wie ich da bei der Hotline telefoniert habe, ich habe auf laut gestellt, weil ich das Kabel gerade nicht bei der Nähe gehabt habe. Und die hat dann auch gesagt, die war jetzt wirklich unfreundlich. Sag ich, ja. Weil Kinder merken viel mehr, also die Stimmung in der Stimme. Ja? Weil wenn ich jetzt zu der sage, sie behaupten jetzt, ich bin dumm. Habe ich nicht gemacht, ja. Ich habe gesagt, wissen Sie, wenn ich Sie da jetzt höre, dann kommt bei mir so der Eindruck, dass Sie möglicherweise glauben, dass ich dumm bin und vielleicht bin ich es ja auch wirklich, aber das hilft mir jetzt leider nichts. Und weil ich, wenn ich wirklich dumm bin und hätte jetzt einfach gern, dass Sie mir weiterhelfen. Also ich war total, es ist ja okay, dumm zu sein. Ja. Und meine Tochter hat einfach gemerkt, die war einfach angriffig. Ja. Aber ich bin auf das nicht eingestiegen. Und habe dann natürlich, mein Mann habe ich kurz gesagt, dass das ein Problem war, sagt er natürlich dann, ich weiß genau, warum ich diese Karten gar nicht habe. Was bei uns übrigens das Thema ist, ich sage dann oft, ja, die meisten Einkäufe mache ich und es ist für die trotzdem der Vorteil da, weil es ist eine Familie und dann ersparen wir uns alle etwas. Und er sagt dann immer, ja, na eh, stimmt eh, hast eh vollkommen recht. Und unsere Tochter hat gleich eingestimmt, die war so gemein zur Mama und die war so böse. Also da war nochmal quasi Rückendeckung. Aber warum sage ich euch das jetzt? Weil ich tatsächlich eben auch gerade gestern war es noch eine Spur schlimmer und am Nachmittag habe ich so immer gerade im Moment so den Einbruch, dass eben meine Verkühlung da mir echt auch irgendwie Arbeit zahlt. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt eine leichte Übung zu sagen, na, ich bin eh zu verkühlt und vielleicht sollte ich mich einfach hinlegen. Und da muss ich mich jetzt echt nicht mit solchen dummen Leuten auseinandersetzen und gehe in die Wertung und gehe in das rein, dass ich argumentiere, warum das jetzt alles eh voll super mühsam ist und ich mir das einfach ersparen konnte. Oder
Ich sehe es und so habe ich es einfach auch betrachtet, als eine Möglichkeit, wirklich in diesen kleinen, Pipifax, banalen, wirkenden, und das möchte ich nochmal sagen, banal wirkenden Situationen zu sagen: Ja, das ist jetzt in Wahrheit eine großartige Möglichkeit, mich auszuprobieren, um mich zu dehnen und für mich einzustehen, nämlich in dieser banalen Situation für mich einzustehen. Und einfach dann dran zu sein und zu schauen, was kann ich tun. Ich kann dort anrufen, okay, geht nichts weiter, ich kann eine E-Mail schreiben. Ich kann für mich einstehen, ich kann für mich einstehen und das, was einfach nicht in Ordnung ist. Und wenn ich das immer wieder übe, dann ist es eben in diesen kleinen Schritten, in diesen kleinen Übungen habe ich die Möglichkeit, mich zu stärken, mich zu bestärken, zu sehen, ich kann Dinge schaffen, ich kann für mich einstehen, ich kann meinen Raum einnehmen, es wird mir geholfen. Und all die guten Dinge, die einfach auch passieren, wenn man sich zeigt, seinen Raum einnimmt, da habe ich die Möglichkeit, in diesen kleinen Pipifax-Situationen zu üben. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wo ich üben kann, weil eben auch gerade so Kassensituationen, wenn ich auf einmal eine Dame gehabt, die ist so mit einer völligen Selbstverständlichkeit, ist so noch vor: Ja, ich habe nur die zwei Sachen und darf ich eh vor. Und Dame um die, sie hat dann extra, glaube ich, 90 oder so oder 85. Und dann habe ich gesagt, weil sie ist wirklich an allen vorbeigegangen, da war schon lange, da waren glaube ich 6 oder 7 Leute noch hinter mir und sie ist einfach zu mir, weil ich gerade quasi kurz bevor ich beim Zahlen war, sage: Ich muss Ihnen jetzt echt sagen, es kann vielleicht für mich jetzt in Ordnung sein, aber da sind jetzt noch 6 Leute, die sie gar nicht gefragt haben, die da jetzt in Wahrheit auch mitentscheiden sollten, ob das in Ordnung geht. Ja, und ich bin x Jahre alt und ich bin immer so fit auf die Füße, was aus meiner Sicht überhaupt nicht stimmt. Ja, ich war super fit. Ich war sehr fit. Und sage: Ja, aber, und dann hat dann eh hinter mir die Damen haben dann teilweise auch so quasi, da sparen wir sich das jetzt einfach da in eine Diskussion zu gehen. Und dann habe ich gesagt: Ich weiß nicht, und dann schaue ich so und dann so quasi alle: Lassen wir es halt vor, dass wir unseren Frieden haben. Also gut, haben wir es vorlassen. Und dann war doch auch kurz nur diese Situation, wo man halt drüber gesprochen hat mit den Leuten, die halt da waren. Und wo ich gesagt habe: Ja, aber man muss einfach auch dazu was sagen können und dürfen, weil es wird immer so sein, dass, warum nehmen immer die Leute den Raum ein, die es sowieso machen und dann fühlen uns wir, die was den Raum nicht einnehmen, uns möglicherweise als Opfer? Das ist so. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich denke, da gibt es einfach neben diesen Kassensituationen oder auch irgendwie im Zug, wo irgendwie ein Platz weggenommen wird, oder auch ganz klassisch Parkplatzsituation. Wir haben da einmal fast eine kleine Schlägerei provoziert auf dem SCS-Parkplatz, weil man halt ins Gespräch kommen will, nicht? Aber wie auch immer, die Einladung ist wirklich da, mutig zu werden. Und ich schwöre es euch, es ist bei diesen kleinen Pipifax-Möglichkeiten ganz viel Trainingswiese, um sich Raum einzunehmen. Und die Wahrheit ist nämlich auch, es wird sich einfach nichts ändern. Die Leute, die so plump sind und nicht weiterhelfen oder sie vordrängen oder Dinge wegschnappen, die werden sich auch nicht verändern, wenn du nicht ihnen auch dann Konter gibst und ihnen zeigst, dass das für dich nicht in Ordnung ist. Und wichtig: Dass es für dich nicht in Ordnung ist, heißt ja nicht, dass du Erziehungsarbeit leisten musst beim anderen, weil das passiert auch oft, dass manche dann irgendwie sagen: Na, haben sie kein Benehmen nicht, oder sie wissen überhaupt nicht, wie man sie irgendwie zum Benehmen hat, oder können sie nicht freundlich fragen, wenn sie freundlich fragen, würde sie eh vorlassen. Also so Erziehungsargumente, die bringen auch nichts, anstatt zu sagen: Das passt jetzt für mich nicht. Ich fühle mich jetzt so und so. Ja, das ist einfach sprachlich, gibt es da echt eine Arbeit, die möglicherweise ein gewisses Training erbraucht, und deswegen arbeite ich mit Menschen genau an diesen Dingen. Wie kannst du da in eine gewisse Selbstverständlichkeit kommen? Und die Wahrheit ist, wenn du deine Spürkraft nutzt und in dir gut verankert bist, dann hast du auch sehr schnell irgendwie einen Text und musst nicht überlegen: Ah, warte, Moment, ich habe gelernt, Ich-Botschaften, ich finde, sie ist eine Trottel. Das ist keine gute Ich-Botschaft. Da kommt zwar ich vor, aber es ist trotzdem ein Angriff an das Gegenüber. Ja? Ich-Botschaften heißt, ich bleibe ganz bei mir, erzähle von dem, wie es mir damit geht. Und es muss jetzt nicht auch voll ausschweifend sein. Es kann echt ganz kurz sein: So, das stimmt jetzt für mich nicht.
ich fühle mich jetzt echt irgendwie nicht gut behandelt, was auch immer. Und deswegen sind, und deswegen ist es auch gut, dass diese Geschichten da draußen in diesen kleinen Situationen passieren, weil das sind unsere Trainingsmöglichkeiten. Und wenn wir erkennen können, dass das Trainingsmöglichkeiten sind, dann können wir da trainieren und werden bestärkt und fühlen uns irgendwie mutiger und mutiger und können auch in Situationen, wo es manchmal ein bisschen unangenehm ist, und das kann schon sein in irgendeiner Familienfeier, da habe ich auch, da habe ich meine Dehnung, mein Trainingsfeld ist ja schon sehr ausgeweitet, bin ja schon sehr mutig, Dinge anzusprechen, dass das, natürlich sind Leute vom Kopf gestoßen, nur die Wahrheit ist für mich einfach auch das, warum sollte Dinge nicht ansprechen, wenn sie in Wahrheit für alle bedeutsam sind. Und das ist etwas, wo du für dich ganz ehrlich auch sein darfst, wo ist es echt einmal Zeit zu üben, um dich auch zu bestärken und zu stärken für Situationen, die möglicherweise eben nicht so leicht sind, in der Familie, im Job. Ja? Also nutz doch diese kleinen Möglichkeiten, und wenn du denkst, na, weißt nicht wie und was, you can book me. So heißt übrigens auch die Plattform, die ich nutze für die kostenlosen Erstgespräche. Wenn du bei mir auf der Homepage unter Kontakt reingehst und für Erstgesprächsvereinbarung kommst du auf you can book me. Genau, in dem Sinn. Es ist Zeit für mehr Mut. Ja, genau, und es gibt tatsächlich ja auch dieses Mutfasten oder Angstfasten, dieses Mut zeigen, Angstfasten, Angebot von mir, diese 40 Tage, und es haben auch schon Leute da noch später angefangen. Also ich kann für mich selber auch sagen, weil ich ja das jetzt auch gerade laufen habe, es ist ja gerade noch Fastenzeit, ich finde es total genial, ich meine, es ist eh lustig auch, weil ich habe es ja quasi kreiert und habe es gemacht und habe diese ganzen Videos erstellt, das heißt, das ist jetzt für mich keine Neuigkeit einerseits, aber gleichzeitig merke ich, boah, es stimmt so, es ist wirklich wichtig, sich daran zu erinnern und sich immer wieder mal zu hinterfragen, in welchen kleinen Pipifax-Situationen habe ich meine Angst irgendwie nicht als Angst, sondern komme sofort mit irgendwelchen Ausreden. Und wenn ich es aber erkennen kann, ah, da gibt es eine Angst und ich werde mutig, dann Dinge zu tun, anzusprechen, etwas anders zu machen, dann habe ich einfach voll viel Potenzial. Also vielleicht ist genau dieses Angstfasten für dich auch eine unglaublich tolle Möglichkeit, da mal mit dir in eine Interaktion zu gehen, um eben nicht diese Banalitäten als Banalitäten abzutun, sondern diese Banalitäten als Genialitäten zu erkennen, wo du einfach echte tolle Trainingsvideos hast, um mutiger zu werden und angstfreier. In dem Sinn wünsche ich dir mehr und mehr Freude und weniger Angst, und was immer du dafür tun kannst, du kannst da ganz viel tun, hör dir vielleicht das Video noch einmal an, da war jetzt so viel Kontext und so viel Inhalt, der möglicherweise noch erst einmal landen darf. Ja, also sei da auch so bereit, so wie ich, mich manchmal als dumm anzusehen und zu sagen, ich höre mir Dinge noch einmal an. Nämlich dumm nicht als, ich bin so deppert und kapiert, sondern ah, Moment, ich kann ja was lernen, ich kann ja was lernen. Also dumm, auch diese Belegung dieses Wortes dumm, ist halt leider echt auch was, an dem man arbeiten sollte, wenn man merkt, das macht was mit einem, dass man nicht umgehen kann damit, dass man als dumm gesehen wird. Ja? Weil das ist auch keine Lösung, dass man das nicht will, sondern bleib in dieser Neugierde, in dem, was du entdecken kannst. Und deswegen schau dir das Video vielleicht noch einmal an und lies vielleicht auf der Homepage, ich werde einen Link reingeben für das Angstfasten, und werde mutiger und mutiger und mutiger. Da gibt es so viele geile Sachen, die man erleben kann, wenn man mutig ist. Ich sag's euch. Alles Liebe.